Das sieht mehr so aus, wie die Sony es abbildet. Die Panasonic macht es schöner. Ich habe jetzt mal versucht, den Winkel anzupassen. Der hat wieder vollen Weitwinkel. Es sieht eher kühl aus wie bei der Sony. Die Panasonic macht es etwas warmer. Den Seemann-Gang kann man wahrscheinlich nicht ausgleichen. Das ist mit zwei Kameras jetzt auch noch schwerer.